Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil. Ich wollte schon wieder Transport wieder sagen. Nein, wir sind hier bei Jurassic Park. Jurassic Park Evolution, beziehungsweise Jurassic World Evolution. Und, ja. Heute wollen wir mal gucken. Wir haben in der letzten Folge hier unser Souvenirladen gebaut. Was kann man hier so machen? Aha. Baseball. Kaufen für Kosten 10. Verkaufen für 15. Verwaltungsansicht. Einkaufen. Was bedeutet das überhaupt? Was? Es sind 0 von 240, Einnahmen 0. Warten wir mal ab. Beschädigt? Nein. Sturmschutz? Nein. Also dieser Sturmschutz, der ist wohl irgendwie ziemlich wichtig. So. Aber wie kann man denn den Park selber verwalten? Die Eintrittsgelder hier für den Park überhaupt? Ich möchte den Park ja nicht schließen. Öffnen. So. Oha. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Nutzen Sie Expeditionszentrum, bla bla bla. Na gut. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Können wir was verkaufen? Bisschen andere Mücke. Machen wir da auch drauf. Brauchen wir irgendwie mal ein bisschen Geld? Könnte man noch hier auch nachgucken, irgendwo da. Pflanzen. Gewinn pro Minute. 24.940. Geht doch, ne? Strom, Auslastung, Verlust. Jo. Ticketverkäufe bisher nur. Ja, machen wir da noch nicht. Aber wir machen immerhin Geld. So. Dann schicken wir die mal los. Was hier noch? Ah. Mal nach China. Jetzt ein paar Meter was zu tun, nur. Mehr dieses Sturmschutz. Wo ich eigentlich noch hier diese Aussichtsplattform gerne bauen wollte, aber ich habe absolut keine Kohle. Ist denn schon was gemacht hier? So. Hier haben wir unser Ranger-Team. Ranger mit R. Und T für ACU. Okay. Können wir uns merken. Gesundheit. Hier geht's alle gut. Kann ich mir alle nicht leisten. 80% hat der Strike schon. Oh, wir können vielleicht ein bisschen was erforschen. Hm. Wir können anderen Farben, wir wollen das, wo war das noch nicht. Forschungszentrum benötigt 1. Kostet alles Kohle. Da habe ich überhaupt kein Geld für. Oh, halt mehr Kohle. Finanzen. Hier kann ich nichts mehr machen, ne? Hilfe. Kann ich mir den ganzen Kram hier angucken. Aber ich kann jetzt hier Eintrittsgelder.
Aufträge benötigt. Aber hier noch Gäste. Schutzraum, Hotel, Souvenirladen, Fast Food. Unser Hubschrauber kommt zurück. Vielleicht kann man ein paar alte Kackfossilien verkaufen. Dass wir da so ein bisschen Kohle kriegen. Was hat er denn mitgebracht? Hier, guck mal, hier kriegt schon mal 120.000 für. Können wir auch nicht gebrauchen. Das können wir natürlich direkt hier draufschmeißen. Genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Oh. Na gut. Dürfte jetzt ja wieder ein bisschen Kohle gegeben haben. Müssen wir sowieso mal gucken, was wir jetzt noch für neue Aufträge haben. Aufträge anfordern. Ihm. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Eine Minute brauche ich noch. Nächsten Auftrag. Kann ich halt noch nicht. Er ist halt einfach der billigste, ne? Was muss ich denn noch machen? Mindestens 70%. Das ist ja der. Rex will ich nicht. Ja, ist fehlgeschlagen, das weiß ich. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Aber was wir mal versuchen könnten... Mal auf, meine Freunde. Wir können ja hier... ein Vieh... betäuben. Das machen wir einfach mal. Als Helikopter Aufgabe hinzufügen. Betäuben. So, mit dem anderen verkaufen wir das dann. So. Hat er denn jetzt hier einen betäubt? Jetzt. So. Mal hier mit dem machen. Transporthelikopter. So. Wo kann ich den jetzt Team auswählen, wenn ich den verkaufen will? Wie soll man verkaufen mit R? Ach so, da gibt es ja nichts für. Das ist nicht. Na ja, dann soll er einfach da wieder absetzen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ach, ich scheiße, ich muss den Triceratops. Oh, ich trottel. Hier muss ich machen. So, hier. Jetzt haben wir nicht genug Geld. Das hat jetzt anscheinend richtig was gebracht, wa? Muss ja schon richtig heftig fertig sein jetzt. Dieser komischen Killerbiene da. Was kostet mich das denn? Ihn wieder nach Asien zu schicken. 105. So, 105.000 muss ich den nochmal nach Asien schicken. Produkttransport wird durchgeführt. Schön.
Prinzip. Könnte wieder hier ein neues Gehege bauen, oder? Weil ich den T-Rex ungern da mit den anderen zusammenpacken möchte. Da frisst du alle auf. Das will ich nicht riskieren. Komm, ich brauche jetzt 105. Los. Eine saure Sichtbarkeit. Ich muss ja eigentlich mal noch von den Dingern hier auch noch was bauen. Von 10. Da. Freilassen. Jetzt gibt's Money in the Bank. Wir bräuchten mehrere wie sie. Sehr schön. Egal was alle anderen behaupten. Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Aber sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. Füge Aufgabe hinzu. So. Die fahren dahin, kümmern sich drum. Greift umher. Dann sollten wir jetzt vielleicht auch nochmal. Jetzt brauchen wir dieses Ding. Oder nochmal so einen komischen Sturmschutz. Was der denn sein? Ich glaube schon, ne? Oh, jetzt haben wir so einen Sturmschutz. Kümmert ihr euch da jetzt drum? Ist er wieder gesund. Tada! Ein gegen einen Flug. Mission abgeschlossen. 1 Million. Perfekt. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Money, Dinos. Money. Das wird das Paradigma verändern. Makes me funny. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Erhöhen Sie Ihre Anlagebewertung auf 1 Stern. Okay. Wie auch immer das geht. Kontrollraum, soll ich mir weitere Aufträge dafür holen oder was? Aha. Machen schon mal gut Geld. Ihn brauchen wir noch. So. Ceratosaurus. Das ist doch den, den wir jetzt eh schon. Mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Das ist ein Ceratosaurus, ne? Nee. Themenpark sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Na hier. Außer mir selbst natürlich. Gut. Dann ein Ceratosaurus. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Ceratosaurus, was ist der T-Rex? Ich weiß nicht, was schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Das ist der T-Rex, ne? Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Boah, Alter. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen.
Ich möchte den nicht mit denen zusammenpacken, da frisst die doch alle auf. Haben wir die Kohle. Die Viecher brauchen halt auch Wasser. Gehege. Zäune. Leichter elektrischer Stahlzaun. Bevor ich da so ein T-Rex... Alter, da muss ich... Nee, da hab, irgendwie habe ich da... Vielleicht bin ich jetzt auch so ein bisschen zu schissig. Keiner nichts. Boah. Na komm. Im Notfall bringen wir ihn halt um. So. Was noch machen? Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Ja gut, komm. Gib ihm. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Ja, aha. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Dinosaurier-Aussichtsbarkeit, das ist doch schön. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Aha. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ah, da hat er recht. Das heißt, da gibt's richtig gut was für, also. Wochenration brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Gäste. Hege war das. 150, ey, das ist doch Schnäppchen. So, meine Leute, hier mal schön. So, Strom kriegen wir hier hin, das ist nicht das Problem. Strom. Umspannwerk. Strommodus. Wie sieht das aus? Dinosaurier haben wir alle da. So, dann brauchen wir natürlich jetzt für den Fleischifresser hier noch. Fleischifresser darf dann hier schön gleich essen. Gehege. Nährstoffen. Versorgt verschiedene Dinosaurier mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffen. Zwar nicht so viele Nährstoffe wie die Futterstation, für Fleischfresser stillt jedoch den Hunger und befriedigt den Jagdbetrieb. Ich glaube, machen wir sowohl als auch. Machen wir einmal die. Und die andere. Dann kann er nämlich seinen Jagdbetrieb daran... Weil das wird nämlich jetzt gleich lustig, meine Freunde. Ich sag's euch. Wird nämlich jetzt lustig. Gönnt euch den T-Rex. Ich wusste gar kein T-Rex ist, ne? Oh oh. Die Musik lässt schon Böses erahnen. Ja, hallo. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf der Schnapp. Insel. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Aha. Ich weiß noch nicht, ob ich so glücklich mit ihm bin. Die Zahlen sehen großartig aus. Das ist gut. Mal jetzt. Wird jetzt hier gekämpft? Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ja, ja. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Ja, das ist natürlich jetzt halt so eine Sache hier. Haha. Ich habe mir gedacht, dass das passiert.
Das geht nicht. Er frisst die Miale auf. Betäubt den. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Ja. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Hätte man. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Ja. Hm. Das ist eine andere Geschichte. Den verkaufen wir nämlich jetzt. Zack. Wir können die jetzt nicht verkaufen. Kann den nicht verkaufen oder was? Sammle Produkt ein. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Aha. Naja, da muss ich mal gucken, wie das jetzt alles hier wieder funktioniert. Sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Ciao.